Der Kölner an sich ist weltoffen und tolerant. Jede Jeck ist anders. So jedenfalls das Image, das man rund um den Dom so gerne pflegt. Da passte es schon nicht gut, dass Rechtspopulisten den Einzug ins Kölner Rathaus schafften. Da sitzt sie nun, die Pro-Köln-Fraktion, und die anderen Kölner schämen sich. Dass die jetzt aber auch noch Rechte aus ganz Deutschland zu einer Anti-Islam-Kundgebung an den Rhein luden, das war zu viel. Das wollte man in Köln nicht auf sich sitzen lassen. Zahlreiche Kneipenwirte kündigten an, dass sie an die Rechten kein Kölsch ausschenken werden, was man getrost als kölsche Höchststrafe betrachten muss. Und Taxifahrer weigerten sich, die ungeliebten Gäste vom Flughafen in die Innenstadt zu bringen. Eine große Gegendemonstration gab es auch noch, und all das zeigte enorme Wirkung. Aus Köln, Nils Schneider. Komm herein, du bist immer gern gesehen, singt die Kölner Band Die Höhner. Ausdruck des kölschen Lebensgefühls und heute Parole gegen radikales Gedankengut. Eine Stadt wehrt sich gegen Ausländerfeindlichkeit, rechte Hetze und dagegen, dass Köln zum Zentrum europäischer Nationalisten gemacht werden sollte. Ja, wir protestieren dagegen, dass die Rechten irgendwie an Macht gewinnen. Ne? Wir wollen natürlich, dass sie immer leiser werden. Und das können wir, glaube ich, auch nur, wenn wir lauter werden. Ich finde es sowieso ganz lustig, dass die sich ausgerechnet diese Stadt hier ausgesucht haben. Weil es gibt eigentlich, glaube ich, in Deutschland kaum eine Stadt, die noch mehr Multikulti ist. Ich finde, die Kölner machen das gestern und heute auch sehr gut. Die machen das mit Witz und Humor. Der Protest gegen die rechte Gruppierung Pro Köln ist bunt und er ist groß. Tausende sind gekommen. Ihr Demonstrationszug führt vom Dom durch die Altstadt bis kurz vor den Versammlungsort der Rechten. Die Botschaft heißt Toleranz und Dialog statt Ausgrenzung und statt Aggression und statt Rassismus. Das wollen wir in dieser Stadt nicht. Da werden wir klare Kante zeigen. Und ich habe es ja eben gezeigt, rote Karte gegen Rassismus. Das ist unsere Antwort darauf. Auf dem Heumarkt wird der groß angekündigte Anti-Islamierungskongress zur Lachnummer. Gerade mal ein paar Dutzend Rechte schaffen es hierher. Tausend waren erwartet worden. Doch sie kommen nicht durch. Alle Wege werden von Anhängern der linken Szene versperrt. Wenn mal einer versucht durchzubrechen, gibt es heftige Rangeleien. Die meisten Rechten kapitulieren. Einige linke Demonstranten geraten mit der Polizei aneinander. 6 Menschen werden verletzt, 500 in Gewahrsam genommen. Scheiben gehen zu Bruch, Mülltonnen brennen. Gegen Mittag entscheidet die Polizei, die Kundgebung von Pro Köln wird verboten. Die Verbotsverfügung ist erlassen worden, weil die Sicherheit der Kölner Bürgerinnen und Bürger oberste Priorität hat. Es hätte eines größeren, massiven Polizeieinsatzes bedurft, um die Veranstaltungsmitglieder hier sicher auf diesen Platz zu bringen. Das war nicht zu gewährleisten und von daher haben wir das verbieten müssen. Pro Köln wollte gegen die angebliche Islamisierung Europas protestieren und gegen den geplanten Bau einer Moschee in der Stadt. Nach ein paar Stunden ist der Spuk vorbei. Unter Polizeischutz werden die Letzten vom Platz gebracht. Ein Riesenreinfall für die Rechten. Und die Kölner feiern weiter, sich selbst und ihren Erfolg gegen rechts für mehr Toleranz.